Ja, ihr seht Maren total in Action. In der Action. Sie macht gerade Frühstück und ich habe mich gerade fertig gemacht. Nur noch die Haare muss ich machen. Und ja, so sieht's aus. Maren hat mir French Toast gemacht. Mit Nutella und Erdbeeren. Oh, ich freue mich so, ich habe so mega Hunger. Und ja, wir werden jetzt zusammen frühstücken. Und gestern haben wir sehr lange Filme geschaut. Die hatten wir uns ausgeliehen, die Filme da unten. Und nachdem wir Ruhet in Frieden geguckt haben, der ganz gut war, haben wir Gone Girl geschaut mit Ben Affleck. Boah, der Film ist ja sowas von krank. Ich habe als erstes so gedacht, so, boah, was für eine Larifari-Geschichte. Fängt ja irgendwie sehr langsam an. Boah, der ist so krass geworden. Ich würde gar nicht wissen, was ich in dieser Situation machen sollte. Und keine Ahnung, den müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Kriegt ihr nie im Filmverleih. Kann man cool mal abends gucken. Der hat auch, glaube ich, ein bisschen Überlänge. Und ja, ansonsten, ich frühstücke jetzt. Maren kommt jetzt dazu und dann bis gleich. Okay, so, mein Frühstück ist auch fertig. Ich habe jetzt schon ja, gut was gegessen. Ich bin eigentlich voll satt. Ich kapiere es nicht, dass ein Pancake eigentlich immer reicht, aber okay. Boah, so ein Protein-Pancake, ey, der haut so rein mit so Beeren. So geil aber. Und ja, das ist mein Frühstück. Tobias hat schön aufgegessen. So Leute, ich bin gerade oben dabei, meine Steuer zu machen. Ich sitze jetzt seit 3 Stunden dran. Ich kann nicht mehr. Und gerade kam die Post und er erstmal so gefragt und Cola beseitigt, weil, falls ihr euch noch erinnern könnt, Tobi euch hier die Story erzählt hat, wo ihm die Cola-Flasche hier vorne geplatzt ist. Ja, und jetzt habe ich 2 Pakete. Ich hoffe, das sind die Bestellungen, die ich auch mir am meisten als erstes gewünscht habe. Und zwar die neue Vlogging-Kamera und meine Lichter. Aber ich glaube, das sieht danach aus. Einmal das Paket. Ich hoffe, da ist die Vlogging-Kamera drin. Und ich glaube, weil hier so 2 Einzeldinger sind, glaube ich, das sind die Glühbirnen und das andere ist die Lampe. Huhu. So, und jetzt packe ich die ganze Sache mal aus. Yay, es ist unsere neue Vlogging-Kamera. Ich freue mich, wie geil. Das heißt, ich kann ab morgen, weil ich weiß noch nicht, ob die kleine Mini-SD-Karte im Briefkasten ist, das muss ich gleich mal gucken. Aber ansonsten hole ich gleich noch eine kleine Übergangs-SD-Karte. Und ja, so sieht's aus. Ei, wir sind gleich wieder oder morgen wieder Fischei-Optik. Okay, ich glaube, die findet eher den Karton cooler, als dass wir morgen wieder Fischei-Optik haben. Hallo. Geht es? Wie kann man sich in so einen kleinen Karton reinpacken? So eine Katze. Komm her, ich tue das mal raus rein und dann kann sich reinsetzen. Finn musste ich übrigens eben waschen, weil der kleine Mats sich wieder eingekickert hat. Ja, dann setz dich rein. Chill dein Leben. So, hey Leute, jetzt bin ich auch mal wieder da. Jetzt wird's mega sonnig. Ich bin jetzt gerade kurz im Einkaufszentrum, weil ich in den Schreibwarenladen muss und ich muss einen Ordner kurz kaufen und Folien für meinen Steuerordner 2015. Und ja, das werde ich jetzt machen. Ich bin aber etwas im Zeitdruck, weil ich habe jetzt nur noch 1 Stunde 40 Minuten. Da muss ich eigentlich schon in Köln sein. Muss vorher aber auch noch zu meinem Steuerberater gefahren sein. Das wird jetzt ein bisschen stressig. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg wieder von zu Hause zu Kim und habe jetzt alles erledigt soweit. Das einzige Problem war, meine Bank hatte irgendwie zu und deswegen konnte ich meine Sachen nicht abholen, die ich brauchte. Ich muss das morgen machen. Ja, aber jetzt geht's ins Kino. Ich habe es rechtzeitig geschafft zum Kino. Und jetzt gucke ich mal, ob Kim schon da ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, weil wir sind beide ein bisschen spät dran. Mal gucken. Ich war noch nie im Kino, wenn es so hell noch draußen war. Voll seltsam. Dann gucken wir mal, ob die Pim da ist. Sieht nicht so aus. Wir wollten uns an den Kassen treffen.
die Olle zu spät. Sind so, Leute, ich wollte meinen Partner in der modernen Welt finden. Und wann hattest du vor, mich in deinen verrückten Plan einzuweihen? Einige Menschen haben schon Schlimmes verbraucht. Ich zermartere mir das Herz. So Leute, wir waren im Film. Shit, wie hießen denn nochmal? Irgendwas mit Spy. Spy, also die Kimi und ich. Und ja, er war witzig, er war cool auf jeden Fall. Und jetzt ausgerechnet, jetzt hat natürlich Ben & Jerry's auch. Aber naja, sieht's aus. Und wir fahren jetzt, ich muss leider ein bisschen früher gehen, als ich wollte. Tobi hat seinen Shopschlüssel vergessen. Und deswegen muss ich ihn jetzt vorbeibringen. Wir filmen wieder mit einer Canon Negrea Mini. Und wir haben eine neue weiße. Die sieht jetzt so aus. So sieht die aus. Habe ich euch ja eben schon gezeigt und ich freue mich voll. Jetzt können wir wieder so filmen. Und ich werde jetzt erstmal für uns was... Und dann kannst du die jetzt auch wieder stundenlang runterfallen lassen und die Kacke behandeln. Und nee, mach ich gar nicht. Nicht? Du bist so ein Blödmann. So, und ich werde jetzt erstmal was Leckeres kochen und Tobi packt dich heute den Tag mit Tobi richtig anfangen. Lass mich! Okay. Gib mir jetzt. Nein! Bis gleich. So Leute, jetzt wird gegessen. Tobi hat schon gegessen. Ich habe ein bisschen länger für meins gebraucht, weil ich nur noch eine kleine Pfanne hatte. Und jetzt habe ich mir einen geilen Feldsalat mit Tomate, mit Feta-Käse, aber mit Kuhmilch. Ich habe mir ein bisschen Fleisch und auch Eier dazu gemacht. Und dann wie immer mein Wasser mit Zitrone. Und ich habe schon gegessen. So sieht's aus. So, und ich werde es mir jetzt schmecken lassen, sonst wird mein Essen nämlich kalt. Und deswegen guten Appetit. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Uhr nachts. Und machen wir einfach nur noch Ben. Und wir gehen jetzt schlafen. Weiter schlafen. Ja, gute Nacht, Schatz. Ja. Bis morgen.